Hallo, Officer. Dies ist Ihr erster Arbeitstag und Ihre erste Schicht besteht darin, Strafzettel auszustellen. Halten Sie also nach Fahrzeugen Ausschau, die gegen Parkvorschriften verstoßen. Seien Sie wachsam und zeigen Sie Präsenz, wenn Sie weitere Verstöße feststellen. Denken Sie immer daran, einen Anfangsverdacht zu haben, bevor Sie jemanden festhalten, und einen hinreichenden Verdacht mit genügend Beweisen, um jemanden zu verhaften. Nun, einige Tage laufen besser als andere und denken Sie daran, dass jeder Tag anders ist. Viel Glück! Danke, Officer. Ich werde mir das merken. Wir hatten in den letzten Tagen unzählige Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Hallo. Ihren Ausweis, bitte. Hier, bitte.
Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Wie geht's, Officer? Alles klar? Hallo.
Ich halte sie fest, weil sie unerlaubt die Straße überquert haben. Es tut mir so leid. Hände hoch. Ich werde sie jetzt abtasten. Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Okay, Officer. Bitteschön. Ich muss Sie festnehmen. Der Personalausweis ist gestohlen. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ich habe gerade in deiner Nähe geparkt. Bin gleich bei dir. Okay, Partner, ich bin da, um bitte die verdächtige Person zu begleiten, mich zum Streifenwagen. Zu Ihren Diensten, Officer. Wie geht es Ihnen, Officer?
Hallo. Ihren Ausweis, bitte. Klar. Bitte sehr, Officer. Ich werde Sie abtasten für den Fall, dass Sie etwas Illegales mitführen. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Ich werde Sie diesmal nur mündlich verwarnen. Vielen Dank, Officer. Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. Jo. Hi. Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Okay, Officer. Bitteschön. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ihren Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön.
Erlauben Sie mir eine Durchsuchung. Nur für den Fall, dass Sie etwas Illegales bei sich tragen. Ich muss Sie durchsuchen, um festzustellen, ob Sie etwas Illegales bei sich führen. Ich halte Sie an, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Vielleicht, aber das war ungefährlich. Ich muss Sie festnehmen, Ihr Personalausweis ist gefälscht. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, nein! Hallo, Bürger! Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Person dann mal in Gewahrsam. Leisten Sie keinen Widerstand und steigen Sie in den Polizeiwagen. Keine andere Wahl. Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Okay, Officer. Bitteschön. Hände hoch. Ich werde Sie jetzt abtasten. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Ich muss Sie festnehmen. Sie führen eine Waffe ohne gültigen Waffenschein mit sich. Bitte, Officer! Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. So viel Geld habe ich nicht. Die Handschellen kommen ab. Danke.
Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Bitte sehr, Officer. Ihre Schicht ist um, Officer. Erlauben Sie mir, Sie nach illegalen Gegenständen abzutasten. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Ich habe nichts getan! Hände hoch! Sie haben sich Vollstreckungsmaßnahmen widersetzt. Ich muss Sie festnehmen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Nein, bitte nicht, Officer. Hallo. Ich belange Sie wegen Umweltverschmutzung. Das macht $25. Sie vermiesen mir den Tag. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. In der Nähe geparkt und bin gleich bei Ihnen. Hallo, ich bin hier, um die tatverdächtige Person in Gewahrsam zu nehmen. Bitte, begleiten Sie mich widerstandslos zum Streifenwagen.